Es lief gut im Land Mitte der 50er Jahre in Nordrhein-Westfalen. Die Kumpel im Ruhrgebiet hielten den Wirtschaftsmotor auf Touren. In der Politik spielte man auf internationaler Bühne auch wieder mit. Und von Köln aus ging die Lufthansa an den Start. Doch der rasante Aufschwung hatte auch eine Kehrseite. Die Kinder tobten auf der Straße. Und zu Hause wirbelte Mutti. Sie war zuständig für den Haushalt. Das war oft Schwerstarbeit. Es gab sie schon, die praktischen Helfer, die einem die Arbeit erleichtert hätten. Aber sie waren noch echter Luxus. Was Sie hier sehen, ist in der Tat der erste deutsche Automat, der sich seit vielen Jahren schon bewährt als reife Konstruktion. Dem schon zigtausend unserer Frauen die ganze Wäsche anvertrauen. So eine Waschmaschine kostete damals rund 2000 Mark. Fast ein halbes Jahresgehalt. Aber was für eine Arbeitserleichterung. Ab 1945 rollte der Ball wieder. Ab 1950 durften die deutschen Fußballer auch wieder bei Länderspielen antreten. 4 Jahre später, 1954, stand ein sportliches Riesenereignis an. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Im Fußballstadion Schweiz treten die Mannschaften von 16 Nationen zu den Spielen der Endrunden an. Fußballer aus allen Teilen der Erde bewerben sich um die 5. Fußball-Weltmeisterschaft. Fußballfan Heribert Fassbender war damals 13 und Gymnasiast in Ratingen. Nun waren wir damals keine Klasse, in der es nur Fußballfans gab. Aber überwiegend hat das alle wahnsinnig interessiert. Und alle hatten dazu eine Meinung. Im Trikot der Nationalmannschaft reisten auch 6 Spieler aus NRW-Vereinen in die Schweiz. Darunter Hans Schäfer aus Köln. Torwart Toni Turek aus Düsseldorf. Und Stürmer Helmut Rahn aus Essen. Also für den würde man heute aber locker mehr als 100 Millionen ausgeben. Weil solche Spieler waren auch robust. Nicht, den konntest du auch nicht faulen und dann blieb der liegen, sondern der spielte weiter. Das war auch ein Kämpfer. Schon in der Vorrunde traf die deutsche Mannschaft auf ihren stärksten Gegner. Also die Erwartungshaltung war nicht groß, als feststand, dass Ungarn in unserer Gruppe war. Die Ungarn galten als unbesiegbar. Das bekam der Dortmunder Ersatztorhüter Heinrich Kwiatkowski zu spüren. Neidlos muss jeder das überlegene Können der ungarischen Fußballkünstler anerkennen. Hier wieder ein Tor und der arme Torsteher Kwiatkowski mit der Nummer 22 auf dem Rücken, er kann einem leid tun. In seinem ersten Länderspiel muss er 8 Tore kassieren. Doch der Rest der Vorrunde lief besser für die deutsche Mannschaft. Im entscheidenden Spiel traf Deutschland auf die Türkei. Ende gut, alles gut, 7-2. Im Viertelfinale ging es gegen Jugoslawien. 3-0 für Deutschland, das ist der Endstand dieses Spieles. Dann das Halbfinale gegen Österreich. Deutschland schlägt Österreich mit 6-1 Toren in der Vorschlussrunde und ist damit der Endspielgegner Ungarn. Ich habe alle Spiele von Anfang bis Ende im Radio verfolgt. Das war ein relativ großer Kasten. Da kriegte man dann den NWDR rein in relativ guter Qualität und hörte dann andächtig zu. Die Fußball-WM 1954 war aber auch der Durchbruch für das Fernsehen.
Ein Röhrenfernseher kostete damals rund 1000 Mark. Bei 400 D-Mark Durchschnittslohn ein Vermögen. Und was wurde gezeigt? Klar, Kochsendungen. So, und dann darf ich jetzt Sie, meine lieben Fernsehzuschauer, begrüßen. Meine lieben Fernseher, schauen Sie mich an, wie mir das Wasser im Mund und die Stirn herunterläuft. Es gibt Fischrollen mit Tomaten, Gemüseplatten mit geformtem Butterreis und zum Schluss als Nachtisch Kirschennester. Und das müssen diese 10 Damen hier mit möglichst wenig Gasverbrauch, mit möglichst viel Sauberkeit auf ihren Arbeitsplätzen sehr geschickt und sehr anmutig, sehr schnell und sehr schmackhaft herstellen. Das Fernsehen veränderte das Familienleben. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche? Jeden Abend praktisch 3 Stunden. Jeden Abend? Also jeden Tag von 7 bis Schluss. Jeden Tag sehe ich. Bis zum Schluss, bis alles ist. Man kann sich nicht mehr mit der Frau so unterhalten, wie das früher war. Der große Run aber kam mit der Fußball-WM. Wer bis dahin keinen Fernseher besaß, musste sich was einfallen lassen. Ich wollte mich nicht vor den Schaufenstern der Fernsehhändler mit knubbeln. Nicht? Die standen ja weit auf die Straße, um dann da dieses Spiel zu sehen. Sondern ein Klassenkamerad von mir, der hatte einen Kontakt zu einem Bauern. Und dort durften wir das Spiel gucken. Im Wohnzimmer mindestens 50 Leute. Ich würde mal sagen, aus heutiger Erinnerung, 60 davon rauchten dicke Zigarren. Und es wurde Bier getrunken und wir durften uns unmittelbar vor der Fernsehkiste auf den Fußboden setzen. Indessen ist die deutsche Mannschaft auf dem Weg ins Endspiel. Ausgerechnet gegen Angstgegner Ungarn. Die Begegnung startete gar nicht glücklich. 1:0 für die Paprika-Stürmer. 2:0 für Ungarn. 2:0 für Ungarn. Werden die Deutschen wieder so unter die Räder kommen wie im Achtelfinale? Erst wenige Minuten gespielt und eine klare Führung für die Magyaren. Die waren alle am Boden zerstört, meine Nachbarn im Bauernhofwohnzimmer. Niemand gab mehr einen Pfifferling auf die deutsche Mannschaft. Und in der gab es dann einen erstaunlichen Umschwung. 18. Minute. Es stand inzwischen nur noch 2:1 für Ungarn. Es liegt was in der Luft, da kommt die Ecke, alle verfehlen sie. Rahn, 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 2:2. Der Rahn geht Rahn und das ist das 2:2. Die Ungarn sind verdattert. Hält man sowas für möglich? Der Rest ist Fußballgeschichte. Obwohl ich das Endspiel gar nicht im Hörfunk gehört habe, sondern im Fernsehen gesehen. Aber die Hörfunkreportage von Herbert Zimmermann habe ich mir nicht nur einmal, sondern bestimmt dreimal angehört. Keiner wankt im Berner Wankdorfstadion. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Es war ein unglaublicher Jubel. Die Leute lagen sich in den Armen, da fielen auch ein paar Biergläser um. Und auch wir beide, die kleinen Penäler, jubelten natürlich mit hochgereckten Armen. Die ganze Mannschaft, die ganze deutsche Elf läuft auf Rahn zu. Der Essener hat den Siegestreffer geschossen und das ist der Sieg, denn da ist der Schlusspfiff. Deutschland hat gewonnen. Deutschland ist Weltmeister. Unfassbar. Niemand hätte das vor 2-3 Wochen geglaubt. Unmittelbar in der Haag kam auch vom DFB-Präsidenten dieses Wort in Umlauf. Wir sind wieder wer. Und das war auch so. Nicht die Welt hat uns dann mit anderen Augen aufgenommen. Durch dieses Fußballspiel. Am 5. Juli 1954 kam die deutsche Mannschaft wieder in Deutschland an. Unvorstellbarer Jubel empfing den frisch gebackenen Fußballweltmeister. Hunderttausende von begeisterten Menschen überschütteten die deutsche Nationalelf mit Willkommensgrüßen und kleinen Liebesgaben. Als Sportreporter traf Heribert Fassbender seine Idole später auch persönlich. Und dann
moderierte ich das Mittagsmagazin an dem Tag, als Helmut Rahn 50 wurde. Und mein Chef, der Helmut Prinz, der sagte, du musst mir mal helfen. Ich versuche, den Helmut Rahn ans Telefon zu kriegen. Und da meldet sich immer der Bruder. Und der sagt immer, der Helmut ist auf Probefahrt. Die hat einen Gebrauchtwagenhandel. Ich bin den Helmut, sein Bruder. Dann habe ich da auch angerufen. Und genau dieser Text auch. Und dann habe ich gesagt, ach schade, wir kennen uns vom Meidericher Spielverein. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal übertragen dürfen. Und er sagte, Moment, wie ist dein Name? Da habe ich gesagt, Heribert Fassbender. Ach, Heribert, dann sag das doch gleich. Was willst du wissen? Zum Schluss bedankte er sich und sagte, weißt du, was mir besonders gefallen hat? Dass du nicht gefragt hast, erzähl mich mal das dritte Tor. Zu der Zeit, wenn er in seine Kneipe ging, in Essen, dann musste er das mindestens dreimal erzählen und bekam auch dreimal einen frischen Pilz. Nach dem Wunder von Bern punktete ein Fräuleinwunder. Und zwar aus Wipperfürth. Hier lebte die 23-jährige Lehramtsstudentin Petra Schürmann. In London trat sie zur Wahl der Miss World an. Bei den Miss Germany-Wahlen war sie Dritte geworden. Siegerin und damit amtlich beglaubigte schönste Frau der Welt wurde die deutsche Petra Schürmann aus Köln. Köln oder Wipperfürth, Kinkerlitzchen. Die schönste Frau der Welt kam aus NRW. Auch andere Frauen wollten glänzen. Ein beliebtes Accessoire waren feine Strümpfe aus Nylon und Perlon. Früher echter Luxus wurden die Nylons ab Mitte der 50er erschwinglich. Auch Firmen in NRW produzierten diesen Hauch von nichts. Wie Schulte und Dickhoff in Horstmar, Glanzstoff in Wuppertal oder Uhlmann in Lippstadt. Und dort kündigte sich 1955 Besuch aus Paris an. Modezar Christian Dior kam von der Seine an die Lippe. Die vielen schönen und eleganten Frauen, die mich jetzt am Fernsehen sehen, erwarten bestimmt, dass ich ihnen Geheimnisse verrate über die nächste Kollektion. Leider ist es mir heute noch unmöglich. Paris, London, New York. Ob Bundeskanzler oder Diplomatenpost. In der Luft wurde alles von Flugzeugen der Alliierten transportiert. Obwohl sie noch die Lufthoheit besaßen, arbeitete die Bundesregierung bereits an einer eigenen deutschen Fluglinie mit Sitz in Köln. Eine neue Lufthansa. Am 1. April 1955 ging die erste Maschine der neu gegründeten Deutsche Lufthansa AG an den Start. Nun fliegen sie wieder, die silbernen Vögel der deutschen Lufthansa. Der erste Flug führte von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen. Das Frühstück ist kaum beendet, da ist schon der Rhein bei Düsseldorf erreicht. Es bleibt gerade noch Zeit zu einem gemütlichen Cocktail. Für den Service an Bord brauchte die neue Fluggesellschaft nun vor allem Personal. Mit einem Film warb die Lufthansa um Luftstewardessen. In der Hauptrolle Fräulein Gisela. Gisela setzte sich natürlich gleich hin und schrieb einen netten Brief an die Gesellschaft. Und nach ein paar Tagen erhielt sie eine Liste von Fragen, die sie ausfüllen musste. Tja, in unserer Zeit geht's eben nicht ohne Fragebogen. Wer beim Auswahlprozess in Köln glänzte, wurde zur Luftstewardess ausgebildet. Nicht nur Technik und Service standen auf dem Lehrplan. Es ging um alles, was eine Stewardess in den Augen der männlichen Chefs und Passagiere offenbar brauchte. Das ist alles sehr wichtig für eine Stewardess. Der richtige Lippenstift,
der Puder und das passende Parfüm. Nachdem sich Gisela im heißen Ringen um die Schönheit bewährt hat, wendet sie sich nun einer Beschäftigung zu, die zwar sehr viel prosaischer ist, aber unleugbar eine sehr vornehme Seite des weiblichen Daseins darstellt. Derart gestählt konnte Gisela hoch hinaus. Am 8. Juni 1955 hob der erste Transatlantikflug ab. Mit dem damaligen Giganten der Lüfte, der Super Constellation. 37 Meter Spannweite, 64 Plätze. Rund 18 Stunden dauerte der Flug vom Rhein nach New York, inklusive Tankstaus. Das Hin- und Rückflugticket in die USA kostete damals knapp 2.500 D-Mark. Ebenfalls von Köln aus trat Kanzler Konrad Adenauer 1955 an Bord einer Lufthansa-Maschine eine heikle Reise an. Auf Einladung der Sowjetunion reiste er nach Moskau. Den Sowjets ging es um diplomatische Beziehungen und die Anerkennung der DDR. Doch Adenauer hatte die Hoffnung tausender Menschen im Gepäck. Die für uns wichtigste außenpolitische Begegnung hatte der Bundeskanzler im Kreml, dem steinernen Herzen Russlands. Der Zweite Weltkrieg war seit 10 Jahren zu Ende. In russischen Lagern saßen immer noch tausende Kriegsgefangene. Ein Faustpfand für die Sowjets. Im Durchgangslager Friedland hatte Adenauer zuvor ein Versprechen gegeben. Seid überzeugt davon, dass wir nicht ruhen und rasten werden, bis der letzte Gefangene und die letzte verschleppte deutsche Frau der Heimat wiedergegeben ist. In Moskau musste er dieses Versprechen nun einlösen. Doch die Sowjets stellten Bedingungen. Aus Bonn hatte sich Adenauer nicht nur seinen Koch, sondern auch seine Limousine an die Moskwa schicken lassen. Die Verhandlungen mit den Sowjets liefen zäh. Denn Adenauer weigerte sich, volle diplomatische Beziehungen mit Moskau aufzunehmen. Erst als er einlenkte, war der Weg für die Gefangenen frei. So konnte der Kanzler mit einer frohen Botschaft ins Rheinland zurückkehren. Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, würde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen. Und ich zweifle nicht, dass er Wort halten wird. Schon wenige Wochen später wurden die ersten Kriegsgefangenen freigelassen. Und der Weg ist frei für die Heimkehr der vielen tausend Menschen, die bis heute in Russland gefangen gehalten wurden. In der Morgendämmerung eines Herbsttages treffen die ersten Transporte auf dem Grenzbahnhof Herleshausen ein. Ein Reporter sprach damals im Durchgangslager mit Heimkehrern. Baracke 8, Zimmer 1, das ist die augenblickliche Belegschaft. In wenigen Augenblicken, kann ich fast sagen, werden diese Männer ihr Gepäck ergreifen und Richtung heimwärts fahren. Und Sie werden also Weihnachten zu Hause sein. Wohin fahren Sie übrigens? Ich fahre nach Essen. Meine Angehörigen wohnen in Essen. Es handelt sich hauptsächlich um meine Geschwister. Und ich bin selbst auch Essener. Sie sind verheiratet? Ich bin verheiratet. Und haben Kinder? Einen Sohn, aber noch nicht gesehen. Den haben Sie noch nie gesehen? Nein, noch nie. Wie alt ist der jetzt? Das ist 11 Jahre. Nach und nach kehrten knapp 10.000 Menschen in ihre Heimat zurück. Sie waren gezeichnet von den langen Jahren in den sowjetischen Lagern und überwältigt vom Wiedersehen mit ihren Familien.
Der erste Schritt ist getan in eine Welt, in der es keinen Stacheldraht mehr gibt. Das Land, in das sie zurückkehrten, hatte sich deutlich verändert. Der Aufschwung war überall unübersehbar. Noch sind die Wunden, die der Krieg, besonders auch der Innenstadt Altgelsenkirchens, geschlagen hat, nicht vernarbt. Da erheben sich als Zeichen ungebrochener Lebenskraft bereits überall Neubauten. Die Industrie brummte. Vor allem das Ruhrgebiet hielt die Wirtschaft am Laufen. Nicht zuletzt mit dem, was auf diesen Waldstraßen im Ruhrgebiet produziert wurde, haben wir unseren heute schon wieder ganz reizvollen Komfort finanziert. Eine Gruppe ausländischer Journalisten reiste 1956 durch Deutschland, um sich ein Bild von der jungen Bundesrepublik zu machen. Es ist fatal, in eigener Sache vom deutschen Wirtschaftswunder zu sprechen. Aber angesichts einer so auf vollen Touren laufenden Industrie konnte die Diskussion über das Mirakel Allemand nicht ausbleiben. Der Wiederaufbau, der so schnell vor sich geht, das frappiert mich jedes Mal. Doch der rasante Aufschwung hatte auch eine Kehrseite. Der Himmel über der Ruhr wurde dreckig. Und die Flüsse durch das Industrieabwasser ebenfalls. Um die Menschen in der Region mit sauberem Wasser zu versorgen, benötigte man Talsperren. Im Dezember 1955 wurde die neue Hennetalsperre in Betrieb genommen. Früher standen hier drei Dörfer. Heute ist der gut 200 Hektar große Stausee ein beliebtes Ausflugsziel. Zwei schwere Grubenunglücke erschütterten 1955 Gelsenkirchen. Auf Zeche Nordstern starben 14 Kumpel. Kurz darauf eine Schlagwetterexplosion auf Zeche Dahlbusch. 17 der Arbeiter konnten tot geborgen werden, weitere 24 hält der Unglücksschacht noch fest. Zusammen mit Gelsenkirchen trauert ganz Deutschland um die Opfer der Katastrophe, eine der schwersten in der Nachkriegszeit. Einige konnten noch gerettet werden. In der kleinen Bergarbeitersiedlung Brandhofstelle, ganz in der Nähe der Zeche Dahlbusch, da steht man noch spät in der Nacht zusammen und diskutiert über das schreckliche Unglück, das geschah. Ja, und ich glaube, am glücklichsten sind Sie, Frau Rede, dass Sie jetzt Ihren Mann endlich wieder haben. Oh ja, ich kann es ja gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, meinen Mann gesund wieder zu haben. In Düsseldorf ging es 1956 hoch her. Die FDP stellte einen Misstrauensantrag gegen den CDU-Ministerpräsidenten Karl Arnold. Eigentlich richtete sich die Kritik gegen die Politik Adenauers. Das erste Misstrauensvotum der Bundesrepublik stürzte den CDU-Mann. Arnolds Nachfolger wurde Fritz Steinhoff von der SPD. Ich habe an Sie die Frage zu richten, ob Sie das Amt, das in der Wahl zum Ausdruck gebracht wird, das Amt des Ministerpräsidenten, annehmen wollen. Ich nehme das Amt an. Der ehemalige Bergarbeiter Steinhoff setzte auf den Ausbau der noch jungen Kernenergie. In Jülich entstand die Atomforschungsanlage. Aus den USA kamen derweil ganz andere Bilder über den Einsatz der Atomkraft. NATO-Manöver machten die Bedrohung sichtbar. Ziel der Invasionstruppen ist es, den Teutoburger Wald zu durchbrechen und zum Ruhrgebiet vorzustoßen. Zum ersten Mal wurden bei diesen Manövern die Bedingungen eines Atomkrieges in Deutschland erprobt. Die 10 in der Bundesrepublik stationierten Atomkanonen aus USA wurden auf dem Operationsfeld in Stellung gebracht. Irrtum, das ist nicht etwa der Kapitän einer fliegenden Untertasse, sondern ein biederer Erdenbürger, ausgerüstet mit Messgeräten für radioaktive Strahlen. Ostblock und NATO standen sich im Kalten Krieg gegenüber, mit immer stärkeren Waffen. Nun wuchs die Angst vor einem Atomkrieg.
Nach der 4. Genfer Konvention sind alle Teilnehmerstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Kinder unter 12 Jahren durch Ausgabe von Erkennungsmarken identifiziert werden können. Die Erkennungsmarken sollten auch anzeigen, welcher Strahlenmenge man bei einem nuklearen Angriff ausgesetzt war. Zusätzlich wurden auch in NRW unterirdische Atomschutzräume gebaut, in die man bei einem Angriff flüchten konnte. Unaufdringlich in das Gesamtbild unseres Lebensbereiches eingepasst, geben solche Anlagen das Gefühl von Schutz und Sicherheit. Wie Fuchsbauten waren die Schutzräume unterirdisch verbunden und ausgestattet mit allem, was man hier unten brauchte. Für den Fall, dass der Aufenthalt im Schutzraum über lange Zeit notwendig wird, ist Vorsorge getroffen. Ausstattung und Einrichtung sind nach modernsten technischen Gesichtspunkten entwickelt und ausgeführt. Durch Belüftungsanlagen strömt ständig gefilterte Kaltluft in den Raum, auch wenn draußen durch Hitze und Rauch die atmosphärischen Verhältnisse unerträglich geworden sind. Na, dann konnte ja nichts mehr schiefgehen. Man war perfekt vorbereitet. Zukunftstechnologie auch in der Eifel. Auf dem Berg Stockert bei Bad Münstereifel entstand das erste Radioteleskop Deutschlands. Heute steht der Astropeiler unter Denkmalschutz. Im Kölner Süden sollte es über den Rhein gehen. In Rodenkirchen wurde die damals längste Hängebrücke Deutschlands wiederhergestellt. Bei der Eröffnung 1954 gab es erstmal Stau. Und auch in Gelsenkirchen entstand Bemerkenswertes. Kognakschale nannte der Volksmund dieses Gebilde aus Stahlplatten, das an der Üchtingstraße zwischen Kanal und Emscher gebaut wird. Nach seiner Fertigstellung wird aus dieser Schale eine Kugel. Der neue Hochdruck-Kugelgasbehälter der Stadtwerke. 1985 wurde die Gaskugel der Stadtwerke bemalt. Es war die Anfangszeit des Rock'n'Roll. Die Jugend tanzte zu Bill Haley und Little Richard. Und die Jugend lebte eisern nach der goldenen Regel: wer weiß, was noch kommt. Darum soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Und bewiesenermaßen gab es noch nie so viele Feste wie in diesem Jahr. In Essen herrschte Festtagsstimmung, wenn einer der großen Stars zur Premiere in die Lichtburg kam. Deutschlands prächtigstem Kinopalast. Kaiserin Sissi reiste dort mit ihrer Mutter im Bus an. Jungstar Romy Schneider lebte damals im Rheinland. Aufgeregte Stimmung auch bei den Kumpeln in Duisburg-Hamburg. Romy, war mal ein bisschen warm da unten, nicht? Untertage! Außerdem war die Wetterführung ganz gut, hm? Hören Sie, wenn Sie so viel gelernt haben, Romy, würde ich dabei bleiben? Ich glaube, es ist doch nichts für mich. Also Schauspielerin, Wiedersehen, Romy. Glück auf! Bis Mitte der 50er stand die Bundesrepublik immer noch unter Besatzungsrecht. Die Voraussetzung, um ein souveräner Staat zu werden, war eine klare Bindung an die Westmächte. Die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Am 5. Mai 1955 endete die Besatzungszeit in Westdeutschland. Wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Jetzt ist alles unterschrieben. Die Voraussetzung dafür war auch der Beitritt zur NATO. Nach der Konstituierung der Westeuropäischen Union wurde im Palais Chaillot die Bundesrepublik als 15. Mitglied in die NATO aufgenommen. Aus dem Gegner im Krieg wurde ein Freund im Frieden. Doch auf diesen Freund wollte man sich im Kriegsfall verlassen können. Die Bundesrepublik sollte als Teil der NATO
eine eigene 500.000 Mann starke Streitmacht aufstellen. Das sorgte für heftige Kontroversen. Tausende protestierten gegen die Wiederbewaffnung. Zu schmerzhaft war ihre Erinnerung an die Zeit des Krieges. Das sollte sich nicht wiederholen. Hinzu kam die Angst vor den neuen Atomwaffen. Wir wissen doch heute, wenn eine Atombombe in Frankfurt platzt, dann ist doch die Freiheit, die wir verteidigen sollen, hier in Köln hip und weg. Bisher hat noch nie eine Aufrüstung einen Krieg verhindert. Der Protest war vergebens. Am 12. November 1955 wurden in Bonn Ernennungsurkunden an die ersten Soldaten übergeben. Drangvoll fürchterliche Enge herrschte auf dem Gelände der Ermekeil-Kaserne. Verteidigungsminister Blank übergab an Offiziere und Soldaten der bundesdeutschen Wehrmacht die Ernennungsurkunden. 100 Mann waren es, die als erste den bunten Rock wieder angezogen haben. Bis 1960 sollen es 500.000 sein. Zu dieser Zeit war Ulrich Nickel Student in Bonn. Er bewarb sich bei der Bundeswehr. Dabei hieß die damals noch gar nicht so. Ja, es gab anfangs den Namen Bundeswehr nicht. Aber die wollten sich bewusst von der Wehrmacht absetzen. Im Grunde genommen wurden wir genannt die neuen Streitkräfte. Also man hat da andere Begriffe gefunden, um das zu umschreiben. Er war einer der ersten Soldaten, die einrückten. Anfang 1956 ging es für ihn von Bonn, rund 30 Kilometer südlich, in die Kaserne in Andernach. Die erste Garnison der neuen deutschen Bundeswehr ist Andernach am Rhein. In 28 Baracken wurden hier die ersten Freiwilligen untergebracht und auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Rund 1200 künftige Soldaten bezogen die Baracken und schon nach wenigen Tagen kündigte sich dort hoher Besuch an. Kanzler Konrad Adenauer wollte die erste Einheit der Bundeswehr in Dienst nehmen. Ja, also wenn jetzt hier Konrad Adenauer, der Bundeskanzler, kommt, dann muss das ja also etwas ganz Besonderes werden. Ja, da war also Betrieb und jeder fieberte diesem Ereignis entgegen. In der Grundstellung steht ja der Soldat still und legt die Hände an den Körper, also an die Oberschenkel. Und das wollte man aber zum Teil nicht unbedingt, dass das so aussah wie früher. Dann hat man also gesagt, nein, wir machen eine Faust, ja, und legen die dann an und dergleichen. Da wurde also hin und her diskutiert, was man nun jetzt macht. Befohlen wurde das von oben nicht. Und da haben wir uns geeinigt und haben gesagt, wir machen die Finger lang. Nicht? Das sieht am besten aus. Da hat man das im Grunde genommen demokratisch entschieden, basisdemokratisch, auf dem Exerzierplatz. Am 20. Januar 1956 reiste der Kanzler an und begrüßte die neuen Soldaten. Soldaten der neuen Streitkräfte, das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen für das über allem stehende Ziel, in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten den Frieden zu sichern. Bewahren Sie sich ein frisches Herz und einen freien Sinn. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Dienst Ihnen Freude und innere Befriedigung geben will. Ja, das ist also genau das, was also auch alle empfanden. Der hat den Soldaten, die dort standen, aus dem Herzen gesprochen. Doch nur mit Freiwilligen konnte man die geforderte Truppenstärke nicht erreichen. Der Bundestag beschloss schließlich die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Es ist soweit. Die ersten vom Jahrgang 1937 müssen sich melden. Die Wehrerfassung hat begonnen. Überall in der Bundesrepublik gehen in diesen Tagen junge Menschen auf die Meldeämter. So, der nächste kann gleich kommen. Am 1. April 1957 rückten die ersten Wehrpflichtigen ein, um ihren damals 12-monatigen Grundwehrdienst anzutreten.
Im westfälischen Warendorf trainierte Reitstar Hans-Günther Winkler für die Olympischen Spiele. 1954 und 1955 hatte der Springreiter bereits die Weltmeisterschaft gewonnen. Viele Reiter hatten im ersten Durchlauf des Parcours Schwierigkeiten. So auch Winkler. Da das 13. Hindernis geglückt, aber Winkler sackt in sich zusammen. Haller ist der Führung durch den Reiter beraubt. Das letzte Hindernis, die Parkmauer fällt. Sekundenlang glaubt man, dass Winkler aus dem Sattel rutscht. Der Reiter hatte sich verletzt. Ein schmerzhafter Muskelriss. Doch Winkler traf eine Entscheidung. Nicht aufgeben. Trotz starker Schmerzen trat er zum zweiten Durchlauf an. Er ist in der Mittagspause bandagiert worden. Wagt trotz seiner Verletzung den Ritt. Hier sackt er zum ersten Male tief in sich zusammen. Schmerzensschreie lösen sich nach jedem Hindernis aus seinem Munde. Sein Pferd zu führen war ihm schier unmöglich. Haller musste es alleine schaffen. Zwei Hindernisse noch. 13, glatt. 14. Null Fehler. Haller hatte ihn zum Sieg getragen. Olympisches Gold. Bei der Heimkehr nach Warendorf feierte die ganze Stadt die Olympiasieger. Auch in der Mannschaftswertung hatte Winkler mit dem deutschen Team Gold geholt. Eine Amateurfilmerin hielt den Triumphzug mit der Kamera fest. Das siegreiche Pferd Haller wurde als Wunderstute zur Legende. Für Winkler waren es die ersten von insgesamt 9 olympischen Medaillen. Nicht weit weg von Warendorf, in Münster, wurde ebenfalls gefeiert. Der Prinzipalmarkt im festlichen Gewand. Nach 10-jährigem Wiederaufbau konnte der St. Paulusdom seiner Bestimmung zurückgegeben werden. 7 Jahrhunderte hatte er überdauert, bis er Ende des Krieges in Schutt und Asche sank. 9 neue Glocken wurden zur Feier der Wiedereröffnung gegossen. Geweiht. Zum ersten Mal werden sie angeschlagen. Dass einige der Glocken falsch gestimmt aus dem Guss gekommen waren, tat der Freude der Gläubigen keinen Abbruch. In Scharen kamen sie. Aus dem Münsterland, aus Oldenburg, aus dem Zechengebiet und vom Niederrhein. Eine ganze Woche lang feierte das Bistum die Wiedereröffnung des Doms. Durch Bombentreffer war er schwer beschädigt worden. Jetzt stand er wieder, originalgetreu rekonstruiert. Wieder ein Kapitel Nachkriegsgeschichte, das zu Ende war. Im ganzen Land waren die Regale gut gefüllt. Kaum etwas, was es nicht zu kaufen gab. Hätte ich Geld, ne runde Million, was dann wär, das wüsste ich schon. Ich kauf mir zum Ärger der Welt alles das, was mir so gefällt. Ich hätte Brillanten und Diamanten, groß wie Giganten an meiner Hand. Das große Geld. Mit der Gründung von Nordwestlotto 1955 konnte man davon träumen. Ich möchte mal gern gewinnen. Ich möchte in meinem Leben mal schnell zu Geld kommen. Ja, weil ich gewinnen will. An jedem Finger 10, ja, das wäre schön. Die Leute blieben. Im Rhein-Sieg-Kreis hoffte die Großmutter von Bettina Mandt auf einen Lottogewinn. Man muss es nur verstehen. Ja, das wäre schön. Wenn die irgendwie auf der Kirmes Lose gezogen hat, die hatte immer gewonnen. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, vielleicht gewinne ich da auch mal. 2 bis 3 Mark setzte Oma Anna jede Woche ein. Die Ziehung fand damals sonntags statt und wurde im Radio übertragen.
Am 10. Juni 1956 lauschte sie besonders aufmerksam. Sie hat da gesessen, hat dann gedacht, boah, die 10 ist da, die 14 ist da, die 16. Und wurde immer aufgeregter. Denn sie hatte wirklich 6 Richtige. Und sie hat dann irgendwann gerufen, wir haben gewonnen, ich habe gewonnen. Ne? Und meine Eltern, die sind dann ins Kino gegangen und meine Mutter sagt, wir konnten uns gar nicht auf den Film konzentrieren. Wir haben immer nur an diesen Lottogewinn gedacht und dachten, das gibt's doch nicht. 1,6 Millionen Mark waren im Jackpot. Für die 6 Richtigen von Oma Anna gab es gut 200.000 D-Mark. Damals ein riesiges Vermögen. Die haben dann ja auch irgendwann angefangen, sich ein neues Haus zu bauen mit einem Badezimmer. In dem Haus, wo sie vorher gewohnt haben, das war ein Haus von 1720. Und da gab es nur eine Waschküche und eine Außentoilette. Bettina Mandt wuchs Tür an Tür mit den Großeltern auf. Die haben sich ein Auto gekauft und konnten zwar beide nicht Auto fahren, aber die hatten ja dann, mein Vater, der konnte Auto fahren und meine Tante konnte Auto fahren und die sollten dann die rumfahren. Also die durften aber nicht so ungefähr sich das Auto nehmen und dann auch mal sagen, so, wir fahren jetzt da und dahin. Und die sind dann, wenn meine Großeltern schliefen, trotzdem dann mit dem Auto rumgefahren. Nicht nur die Familie. Auch die Nachbarn profitierten vom Lottogewinn. Die haben sich dann ja einen Fernseher angeschafft und auch ein Telefon. Ich weiß noch genau, das war so ein riesiges schwarzes Teil, das hing im Flur an der Wand. Und ja, wenn dann schon mal jemand telefonieren musste, dann war das natürlich bequemer, einmal hier nebenan oder gegenüber zu gehen, als hier im Dorf zur Telefonzelle zu laufen. Aber meine Oma hat sich das dann auch bezahlen lassen. Also umsonst telefonieren war nicht. Was einmal geklappt hatte, konnte ja auch noch mal passieren. Bettinas Großmutter spielte weiter Lotto. Als ich dann schon so alt war, dass ich zur Lottoannahmestelle gehen konnte, musste ich immer die Scheine für sie wegbringen. Aber ich weiß noch, einmal hatte sie noch mal 5 Richtige. Und also ich meine, das wären dann so, die hatte sie noch mal 5.000 Mark gewonnen. Ein ganz persönliches kleines Wirtschaftswunder. Es passte in eine Zeit, in der überall im Land die Grundlagen geschaffen wurden für den Wohlstand der nachfolgenden Generationen.